Heute zeige ich dir einen coolen Hack, der dir garantiert weiterhilft, wenn dir beim Songwriting gar nichts mehr einfällt. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Du kennst das bestimmt auch. Du setzt dich an dein Instrument oder an deine DAW, hast richtig Bock, einen neuen Titel zu schreiben, bist hoch motiviert, aber nachdem du ewig rumprobiert hast und dich durch unzählige Presets geklickt hast, stehst du immer noch ohne gute Songidee da. In diesem Fall können dir Loops eine große Hilfe sein. Aber nicht, indem du fertige Loops wie jeder andere 0815-Produzent einfach übereinander ziehst, sondern indem du diese Loops ineinander verschachtelst und damit etwas völlig Neues kreierst. Ich zeige dir jetzt, wie das in Logic geht, aber du kannst dieses Konzept auch in jeder anderen DAW umsetzen. Ich habe mir hier einfach aus Logics Loop Library ein paar Loops willkürlich rausgesucht. Denk dabei nicht zu viel nach. Ich habe nur darauf geachtet, dass sie in ungefähr so ein bisschen aus dem gleichen Genre sind, also Funk, Hip-Hop, dass sie so einigermaßen zusammenpassen. Aber wie gesagt, mach nicht zu lang damit rum. Die ganzen Loops habe ich einfach übereinander gezogen und sie klingen jetzt im Moment noch so. Also ein relatives Chaos. Zusätzlich habe ich hier noch Stille aufgenommen und die klingt so. Spannend. Warum ich das gemacht habe, das erkläre ich dir gleich. Im ersten Schritt bringen wir jetzt die Loops zunächst alle auf die gleiche Länge. Ich schneide hier, kopiere hier und das war's schon. Wichtig ist nur, dass du die Loops, um sie auf die gleiche Länge zu bringen, nicht als Loops behandelst. Also nicht hier hinten ziehst, sondern tatsächlich die Regionen kopierst. Als nächstes machen wir uns in Logic eine Funktion zunutze, die eigentlich für Aufnahmen geeignet ist, nämlich Take-Ordner. Wir erstellen jetzt aus diesen Loops Take-Ordner. Das benutzt du eigentlich, wenn du zum Beispiel einen Sänger aufnimmst und dann nimmt verschiedene Takes auf. Das sind jetzt hier Loops und die packen wir aber einfach in den Take-Ordner. Das hier sind jetzt zwar keine aufgenommenen Takes, sondern ganz normale Logic-Loops, aber wir werden jetzt diese Funktion Take-Ordner etwas missbrauchen und du wirst gleich sehen, warum. Ich markiere dazu alle Regionen und Control-klicke auf eine Region und dann gehen wir hier runter auf Ordner. Und jetzt kannst du hier Take-Ordner packen, das wissen die meisten tatsächlich gar nicht. Wir packen jetzt also Take-Ordner aus Loops, die gar keine Takes sind. Und jetzt siehst du vielleicht schon, jetzt bekommen wir eine andere sehr nützliche Funktion in Logic zur Verfügung, nämlich das Quick-Swipe-Comping. Und jetzt können wir diese Loops, also diese Fake-Takes, ineinander verschachteln. In anderen DAWs musst du nach einer ähnlichen Funktion schauen, aber da geht es natürlich auch. Ja, das heißt, ich kann jetzt also diese Loops hier ineinander verschachteln. Ich kann sie zuschneiden und aus diesen Loops mir einen neuen Loop, ein neues Arrangement sozusagen basteln. Ich mache dazu die Stille hier komplett auf. Stille habe ich deswegen aufgenommen, weil diese Loops hier alle praktisch ständig spielen oder zumindest viele davon, dass ich ein bisschen Stille immer reinschneiden kann, damit es nicht ganz so hektisch wird. Ich fange jetzt einfach an, diese Loops hier intuitiv ein bisschen zusammen zu swipen. Wichtig ist, geh hier spielerisch vor, werd nicht zu kopflastig. Mach einfach, was dir Spaß macht, was sich gut anhört, auch was sich komisch anhört und geh zügig vor. Ich swipe die also jetzt hier frei. Einfach so visuell, wie ich denke, es könnte ganz gut zusammenpassen. Okay, das klingt schon mal ziemlich durchgeknallt. Und damit ich ein bisschen mehr Optionen habe und die verschachtelten Clips auch nochmal übereinander ziehen kann, kopiere ich jetzt diese Region oder diese Spur einfach nochmal untereinander. Das heißt, genau das Gleiche. Ich ziehe jetzt diesen Take-Ordner hier runter und dann mache ich weiter mit den Spuren, die noch frei sind und ziehe vielleicht auch welche drüber, um vielleicht noch ein besseres Ergebnis zu erzielen. Okay, das Ganze klingt immer noch leicht chaotisch, es klingt ein bisschen abgehackt, aber von den Sounds her, von diesen gemischten Sounds her, ist es schon mal ganz spannend. Was ich jetzt als nächstes mache, weil ich nachher noch einen Bass drunter machen möchte, ist, dass ich hier auf diese beiden Spuren einen Channel EQ einsetze. Da habe ich nur ein bisschen einen Low Cut gemacht, eben, dass sie im Bassbereich nicht zuknallen, weil wir hier noch einen Bass drunter legen möchten und ich möchte auch noch einen Drum Loop drunter legen. Bevor wir das aber machen, panne ich mal diese beiden Takes hier nach links und nach rechts, deswegen habe ich den nämlich auch dupliziert. Und dann wirst du schon hören, dass es ein bisschen weniger chaotisch macht und zumindest ein bisschen mehr Sinn macht. Okay. Als nächstes ziehen wir uns mal noch ein, zwei Drum-Loops drunter und schauen, wie es dann klingt, damit wir ein Fundament haben. Gut, ich habe zwei Loops gefunden, hören wir mal rein.
gar nicht so schlecht. Ich kann jetzt diese Spuren hier löschen, die brauche ich nicht mehr. Und jetzt ziehe ich noch meinen Bumping Disco Bass 2 hier rein. Und dann hören wir uns mal das komplette Arrangement an. Übrigens, falls du nicht nur manchmal den Songwriters Block hast, sondern auch Probleme hast, Mitmusiker zu finden, nicht genau weißt, welche DAW zu dir passt oder gute Songtexte suchst oder schreiben möchtest, dann empfehle ich dir mein PDF Tipps für Musikproduktion. Da gebe ich dir viele Tipps, wo du passende Mitmusiker online findest, die du buchen kannst, welche DAW zu dir passen könntest, die besten virtuellen Instrumente und so weiter. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Jetzt aber die Frage an dich. Leidest du auch hin und mal wieder am Songwriters Block? Geht es dir oft so wie mir am Anfang oder hast du immer sofort die passende Idee? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Und hast du diese Möglichkeit gekannt, in Logic Fake Take Ordner zu packen und daraus etwas völlig Neues entstehen zu lassen? Auch das würde mich interessieren. Ansonsten, wenn du wissen möchtest, wie ich einen kompletten Song von vorne bis hinten für einen Kunden arrangiere, dann empfehle ich dir diese Playlist. Da mache ich nämlich genau das. Schritt für Schritt produziere ich hier ein Arrangement aus. Wie immer bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!